meine Lieben. Nun ist es wieder soweit. Wieder ziehe ich für euch eine Tarotkarte aus der großen Arkana. Für die ersten 6 Sternzeichen Widder bis Jungfrau. Für die Woche vom Montag, den 10.7. bis Sonntag, den 16.7.2017. So werdet ihr erfahren, was in dieser Woche auf euch zukommt. So, kommen wir zu dem ersten Sternzeichen, dem Widder. Deine Tarotkarte ist der Stern. Das ist der Stern. Die Karte der Hoffnung und der Weisheit. Sie bringt dir Einblicke in höhere Zusammenhänge, sodass du wichtige Dinge besser planen oder beginnen kannst. Das bedeutet, beruflich stehst du am Anfang einer zukunftsreichen Tätigkeit. Solltest du in Verhandlungen stehen, werden diese aussichtsreich und erfolgreich ausgehen. Im persönlichen Bereich zeigt der Stern auf verheißungsvolle und glückbringende Begegnungen für deine Zukunft. Deine Partnerschaft steht unter einem guten Stern. Für den Stier habe ich diese Tarotkarte gezogen. Der Gehängte. Diese Karte bedeutet vordergründig gesehen, dass du momentan festsitzt oder gar in einer Klemme steckst. Doch näher betrachtet wirst du durch deine erzwungene Ruhe die Gelegenheit haben, zur Umkehr zu gelangen. Das ist auch notwendig. Du bist einfach zu passiv. Durch diese Karte wird dir auch eine mögliche Krankheit angezeigt. Also achte auf dich und deine Gesundheit und überlege erst und handle dann. Zwillinge, deine Tarotkarte ist der Narr. Diese Karte steht für Intuition. Das Ziel vom Narr ist das Neue, die Spontanität und das Vergnügen. Es stehen wichtige Entscheidungen für dich in dieser Woche an. Dabei solltest du nicht unbedingt intuitiv entscheiden, sondern dich auf deine bisherigen Erfahrungen besinnen. Der Narr weist dich auf deine erfrischenden Erfahrungen hin, die jedoch auch manchmal etwas chaotische Züge hatten. Doch diese bedeuten für dich wirklich keine Gefahr. Krebs. Deine Tarotkarte ist der Mond. Die Mondkarte führt uns in den geheimnisvollen Bereich der Dunkelheit der Nacht und in die Bilderwelt der Seele zu unseren Träumen, Ahnungen und Sehnsüchten. Die eine Seite des Mondes ist hell und die andere dunkel. Diese Karte zeigt allerdings eher die dunkle Seite, die tiefen Abgründe unserer Seele. Für dich bedeutet das Unsicherheit und Angst am Arbeitsplatz. Du bist nicht sicher, den richtigen Arbeitsplatz gefunden zu haben oder ihn zu finden. Solltest du vor Prüfungen stehen, belastet dich die Angst zu versagen. Die Karte sagt dir aber auch, dass du Ruhe bewahren solltest. Denn in der Ruhe liegt die Kraft. Und damit wirst du alles schaffen. Löwe, deine Tarotkarte ist
der Eremit. Der Eremit zeigt dir, dass du dich in Zukunftsgezogenheiten in der inneren Einkehr befindest. Du lebst zurzeit in einer introvertierten Lebensphase. Schirme dich ab vor Fremdeindrücken, die negativ auf dich wirken. Dann kommst du in deiner Geschäftigkeit und der Hektik zur Ruhe. Im Beruflichen solltest du dir Klarheit schaffen, was du tatsächlich erreichen willst. Bewerte einfach einmal deine momentane berufliche Tätigkeit völlig neu. Nur das kann dich zu neuen Zielen bringen und dich glücklicher machen. Nun zur Jungfrau. Deine Tarotkarte ist die Mäßigkeit. Diese Karte ist besser zu verstehen, wenn man sie das rechte Maß nennt. Das bedeutet für dich, dass du glücklich sein kannst, dass du gesund und im inneren Gleichgewicht bist. Das ist die Erklärung, warum du dich in deinem Umfeld mit einem wunderbaren und harmonischen Einklang befindest. Im Beruflichen bedeutet das, dass du ausgeglichener und gelassen deine Aufgaben bewältigst. Damit schaffst du Harmonie und ein angenehmes Betriebsklima. Denn man mag dich. So, meine Lieben, das war der erste Teil vom Widder bis zur Jungfrau. Und morgen folgt der zweite Teil von Waage bis zu den Fischen. Ich wünsche euch eine angenehme, wundervolle Woche. Herzlichst, eure Deria.